Der Salzgehalt im Meerwasseraquarium ist der wichtigste, der allerwichtigste Parameter, weil der bestimmt die Werte von allen anderen Parametern, die wir im Meerwasser haben. Der sagt eigentlich nur zusammengefasst, wie viel gelöster Stoff in deinem Wasser drin ist. Sprich, ist die Dichte zu gering, sind deine ganzen Werte auch alle viel zu niedrig, weil einfach der gesamte Salzgehalt, also die gesamte gelösten Stoffe im Aquarium einfach viel zu wenig sind bei dir im Aquarium. Und deshalb ist es so wichtig, dass du den auch richtig misst und halt auch einen richtigen Wert rausbekommst. Und ich bin halt ein Fan von dem Refraktometer. Schreibst du noch mal unten in die Kommentare, womit du deine Dichte misst. Wie gesagt, ich bin ein Fan vom Refraktometer und wie man das richtig kalibriert und worauf du achten solltest, darum geht es hier in diesem Video. Die Arbeitsweise von einem Refraktometer ist eigentlich ziemlich simpel und ausgefuchst zugleich, weil es wird einfach nur die Flüssigkeit, sprich dein Wasser, auf das Prisma getröpfelt und dann schaust du da durch und du siehst halt anhand der Brechungskante, wie hoch dein Salzgehalt ist. Und dieser muss halt entsprechend kalibriert werden, damit du auch den richtigen Wert rausbekommst. Jetzt machen es einige so mit Osmosewasser. Das geht auch, ist allerdings nicht besonders exakt, weil du halt von deinem Zielwert eigentlich sehr, sehr weit entfernt bist, den du haben willst. Deshalb ist hier der Tipp, nutzt lieber eine entsprechende Kalibrierlösung, weil die viel, viel näher an dem Zielwert dran ist und du dein Refraktometer dann darauf kalibrierst, wie du deinen Wert auch haben willst, sprich die Differenz von deinem Wasser und deinem Sollwert ist gar nicht so groß, wie es halt ist, wenn du das Refraktometer über Osmosewasser kalibrierst, weil dann müsstest du es auf Null stellen. Und idealerweise ist dein Salzgehalt im Meerwasseraquarium bei 35 ppt, entspricht also 3,5% Salzgehalt. Also der ideale Bereich liegt zwischen 33 und 35 ppt. Einen weiteren Vorteil, den Refraktometern gegenüber anderen Messmethoden haben, ist, die sind nicht ganz so stark temperaturabhängig, weil die meisten haben eine automatische Temperaturkorrektur. Heißt also, bei ein paar Grad Schwankungen macht das dem nichts aus und der zeigt dir trotzdem noch den exakten Salzgehalt an. Die meisten Refraktometer haben hier eine Toleranz zwischen 10 und 30 Grad, das kompensieren die halt automatisch von selbst. Das Kalibrieren ist eigentlich denkbar einfach und zwar funktioniert das eigentlich genauso, als willst du ein Wasser testen. Du nimmst halt von deiner Kalibrierlösung ein, zwei Tropfen, tröpfelst die auf das Prisma drauf und schaust dann durch das Refraktometer durch und siehst dann, welcher Wert dir angezeigt wird. Jetzt weißt du aber durch die Referenzlösung, wie hoch der Wert sein soll. Sprich bei mir in diesem Fall mit der Referenzlösung bei 35 ppt. Und dann mit der Einstellschraube obendrauf, mit dem kleinen Schraubenzieher, der auch beiliegt, stellst du halt entsprechend deine Skala so ein, dass die Kante genau auf 35 ppt ist. Und damit ist das Refraktometer auch schon wieder kalibriert. Es gibt große Unterschiede bei den Refraktometern. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es gibt Refraktometer, die brauchst du nur sehr, sehr selten kalibrieren, wie zum Beispiel meins. Wenn ich das kontrolliere, brauche ich eigentlich nie eine Korrektur vornehmen. Aber es ist trotzdem gut, wenn du genau weißt, dass dein Refraktometer so funktioniert, wie es sein soll. Bei anderen Refraktometern habe ich sogar schon festgestellt, du hast es gerade kalibriert, du hast gerade dein Wasser gemessen und eine halbe Stunde später kommt schon wieder ein ganz anderer Wert raus, selbst bei der Kalibrierflüssigkeit. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber meiner Meinung nach sollte der Hersteller daran arbeiten, weil es ist einfach sehr, sehr unzuverlässig und ich finde es auch echt nervig, wenn du vor jeder Messung dein Refraktometer kalibrieren musst. Ein regelmäßiger Rhythmus zum Kalibrieren ist sinnvoll oder spätestens, wenn dir dein Wert fremd vorkommt, solltest du schauen, ob das Refraktometer dir auch den richtigen Wert anzeigt. Aber ansonsten ist es eine sehr zuverlässige Methode und wie gesagt, es ist nicht so temperaturanfällig wie andere Messmethoden. Schreib's mir doch mal unten in die Kommentare, was dein Favorit ist. Wie gesagt, meins ist das Refraktometer. Ich hoffe, du konntest wieder ein, zwei nützliche Tipps für dich mitnehmen. Dir hat dieses Video gefallen und lass mir doch einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und vergiss nicht, das nächste Mal wieder einzuschalten. Das war's wieder, euer René von Blue Truths.